Magst du dann einfach nochmal kommentieren, wenn wir dann jeweils... Ja, also hier war tatsächlich ein Berg. Man sieht das da noch so ein bisschen. Das ist tatsächlich ein Berg, der hier war. Und den haben wir halt genutzt, haben Start und Ziel so weit nach unten geschoben, damit das flach ist. Das muss ja flach sein. Mhm. Dadurch haben wir auch so einen relativ kleinen Paddock. So, und jetzt, wenn du hier mal dir jetzt überlegst, dass du ja in dieser Höhe sitzt, ja, als Formel-1-Fahrer, dann siehst du nichts mehr. Du siehst nur noch in den Himmel rein und kannst diesen Apex auch nicht sehen. Hier flacht die Strecke dann ab direkt. Du musst ja da rein dann, ne? Ja. Haben wir jetzt nicht. Dann musst du da rein und dann siehst du im letzten Moment erst. Deshalb vertut man sich hier ganz leicht. Oh, ja. So, und jetzt die nächste ist flat, also voll. Wie hier. Aber natürlich auch diese Kurven sind Reifenmorden. Also es wird schon eine relative Reifenschlacht werden hier. Auch die macht natürlich an den Reifen was, ne? Und jetzt kommt, ich nenne das die Schlange, hier ist so eine Snake. Snake, siehst du das? Geht ja, jetzt Tag, ja. Tag, von einer Kurve in die anderen, alles sehr schnell. Recalculating. Oh, not calculated. So, hier, siehst du, es geht ja wahnsinnig schnell. Eine Kurve nach der anderen, aber hier hört es immer noch nicht auf. Diese Kurve fällt übrigens nach außen ab. Recalculating. Ja. So, jetzt geht es hier weiter. Wieder kurz gebremst werden. Es ist schwierig, hier den Rhythmus zu kriegen. Jetzt, diese hier ist so, dass man sie ganz spät anfahren muss. Ganz spät, um die nächste zu kriegen. Nämlich hier erst innen sein, dann kriegt man die nächste, dann hat man den Rhythmus für die nächste drin. Jetzt gibt es alles Vollgas. Unterstechen in die Spitzkehre rein. Die Spitzkehre ist aufgeweitet, damit einer innen reinstechen kann. Oder der Vordermann verteidigen muss und mindestens mal halbe Straße fahren muss. Und dann kriegt er hier die Ideallinie nicht so richtig und ist auf der nachfolgenden Gerade langsamer. Und jetzt kommt 1,1 Kilometer gerade. Schön wellig. Ja, alles ausgenutzt, jeden Hügel mitgenommen. Und das Ende der Geraden ist eine Arena. Jetzt kommen die Autos, da sehen ist ganz viele Zuschauerplätze. Da die Zuschauer erleben den Speedunterschied da. Das heißt, die Autos kommen hier mit, ich weiß es nicht, 320, je nach Flügelstellung, zwischen 300 und 330 kommen die hier rein in die Arena. Und natürlich hartes Bremsen, eventuell Überholmanöver. Eventuell Überholmanöver und dann in diese scharfen Kurve rein. Wie eigentlich überall, logischerweise. Ne? Anders geht es ja nicht. So, und jetzt fahren wir hier durch die Arena. Das ist alles, jetzt den ganzen nächsten Teil können die Zuschauer beobachten und sehen hier alles. Jetzt kommen technische Kurven. Ist der hier wie die? Ja. Die hier hat es auch so ein bisschen in sich, den Bremspunkt zu finden. Also nämlich, wahrscheinlich werden die so spitz reinfahren und hier einen Haken schlagen. So, und jetzt kommt so ein bisschen, die nächste ist so ein bisschen wie Turn 8 in Istanbul. Mit so einem Vierfach-Apex. Mit guten Reifen ist die voll, diese ganze Kombination hier. Mit, schließt immer noch nicht zu Ende die Kurve, da kommt es nochmal. Mit etwas schlechten Reifen wird es dann nicht mehr ganz voll, beziehungsweise man wird dann ganz schön viel Sliding haben. Also auch Reifen. Ziemlich reifen, denke ich. So, und jetzt kommen die nächsten, letzten Kurven. Hier ist nochmal eine Überholmöglichkeit. Erstaunlicherweise haben wir im Simulator festgestellt. Das ist die letzte Kurve. Die fahren wir aber jetzt nicht mehr, sondern wir fahren jetzt wieder in die Pitlane.
waren 5,5 Kilometer Austin. Sehr schön. Interessant, ne? Hm. Oder? Schöne hoch und runter und Dankeschön. Bitteschön.